So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht schon oben im Titel, heute nicht mit irgendeiner Folge unserer unzähligen Serien, sondern mit einem kleinen Special. Denn wer den Blick auf den Kalender heute schon geworfen hat, der weiß, es ist der 17. März und damit in Irland der absolute Feiertag. St. Patrick's Day, und natürlich hat sich auch EA da wieder nicht lumpen lassen und den St. Patrick's Day Cup ins Leben gerufen, mehr oder weniger, wieder ins Spiel gebracht. Den werden wir heute zocken, und zwar nicht mit irgendeinem Team, sondern mit einem Irish Rainbow Squad, Freunde. Vom Allerfeinsten, also alle specialmäßigen Dinger, die es da irgendwie gibt. St. Patrick's Day, Green Cards, Rainbow Squad und. Alles mit reingeworfen heute, sprich, ich glaube, das wird eine richtig coole Folge. Wenn es euch gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes hier und heute am St. Patrick's Day. Und in dem Sinn werde ich heute die ersten beiden Partien des St. Patrick's Day Cups spielen. Das ist ganz normaler Pokal mit, ich glaube, 15.000 Coins, die man gewinnen kann, wenn man das erste Mal den Cup gewinnt. Voraussetzung logischerweise 18 Iren bzw. Nordiren in der Startelf. Und bevor wir da gleich reinstarten in die ersten, hoffentlich ersten beiden Partien, es kann natürlich auch nach einem Spiel gleich wieder vorbei sein, wenn ich verliere. Ich hoffe es aber mal nicht. Bevor wir da reinstarten, natürlich die Mannschaft, ein kleiner Squad-Builder. Und ich finde einen ziemlich, ziemlich cooler. Ich kann euch leider gerade gar nicht auswendig sagen, was die Truppe so gerade wert ist, dadurch, dass die Preise auch stark am Steigen jetzt wieder sind, bezüglich des Cups, weil jeder einfach ihren will. Aber sie ist doch ein bisschen was wert. Zeige ich euch gleich. Ihr seht es. Ich glaube, ich habe auch ziemlich viele da gekauft. Dann könnt ihr es euch so ein bisschen ganz grob vielleicht zusammenrechnen. Im Tor Steven Henderson vielmehr von Charlton Athletic. Und Keeper, ja, ein Rare Silver Keeper. Brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel drüber sagen. Wird hoffentlich seine Sache denn ganz gut machen. 1,93 groß. Es gab noch, glaube ich, einen 72er oder 73er Rare Silver irischen Keeper. Allerdings war der nur 1,85. Ich habe mich für den etwas größeren entschieden. Dann auf der Rechtsverteidigerposition unser Rare Goldspieler Siamus Coleman. Unfassbar starker Verteidiger. Aus der Premier League von Everton. 80 Pace, 81 Defensive, 78 Füße. Auch so bei den Stats sehr, sehr flexibel und sehr Allrounder-mäßig. Von dem her gefällt mir sehr, sehr gut. Ist da auf der Rechtsverteidigerposition unterwegs. Dann neben ihm Darren Dennehy, irischer Innenverteidiger von den St. Pats. Da musst du jetzt erstmal gucken, aus der Airtricity League. Ja, 60er Rating nur, aber ihr seht 82er Füße. 63er Pace ist auch in Ordnung. Die Defensive, wenn noch ein bisschen besser wäre, wäre das eine ziemlich krass geile Karte für, nicht insgesamt natürlich, aber für einen 60er Bronze-Spieler wäre das schon nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, haben wir reingepackt, dadurch, dass wir auch da noch einen Rare-Bronze-Spieler gebraucht haben. Dann daneben Ciaran, was auch immer, Clark von Aston Villa, 65 Pace, 79 Defensive, 76 Füße. Den haben wir sogar irgendwann mal gezogen. Ihr seht, wir haben da relativ wenige geile Spieler bisher, was die Verteidigung angeht. Dafür wird es nach vorne umso genialer. Robbie Brady auf links von Norwich City. 82 Pace, 59 Defensive, 68 Füße. Eher so ein bisschen ein offensiver Verteidiger. Also ein Verteidiger mit offensiv geilen Stats. Für einen Linksverteidiger von dem her. Ja. Nehmen wir mal so hin. Ich habe auch übrigens den guten Coleman neben unseren Bronzeverteidiger gepackt, damit das so ein bisschen besser passt. Ich meine, klar, von der Chemie, die ist eh bei 100. Hätte man natürlich ja Clark am besten neben Coleman stellen sollen. Dadurch, dass die beide Premier League spielen, blablabla. Aber halb so wild, wie gesagt. Dass das so ein bisschen ausgeglichen ist und am Ende nicht irgendwie alle 10 Mann vorne stehen, glaube ich, ist das die bessere Variante. Dann geht's weiter mit den Special Cards. Und die kommen jetzt. Richie Towell, erster Inform. Und zwar ein Silber Inform. 16.000 Coins hat er mich gekostet. 74 Pace, 66 Dribbling, 70 Schuss, 65 Defensive, 70 Passen, 77er Füße. Sehr, sehr ausgeglichene Stats. Kann man da auf jeden Fall mal hinstellen. Und damit kommen wir zur Legende. Und zwar die Legende im wahrsten Sinne des Wortes. Roy Keane, 88er Rating, 537.000 Coins hat er mich gekostet. Der ist im Preis, wo ich ihn gekauft habe, noch gar nicht so sehr gestiegen. War da noch relativ human, ich glaube ein klein wenig, aber zumindest habe ich mir auf Footbin die Kurve angeschaut, den Verlauf, und da ist er, wie gesagt, nicht so wirklich angestiegen, Gott sei Dank, weil den wollte ich unbedingt im Team haben. Nichtsdestotrotz natürlich eine Hausnummer mit einer halben Million, die er da gekostet hat. Daneben ein Hero, nämlich Harry Arter vom AFC Bournemouth, 80er Füße, 70er Tempo, 76 Dribbling, 76 Schuss, 74 Passspiel, kann man absolut nichts sagen. Hoch, hoch die Arbeitsraten, 5 Sterne schwacher Fuß. Also die Karte sieht ziemlich, ziemlich nice aus an sich für eine Silver Hero Card. Ihr seht es, eher mit Mittel hoch und eher mit Hoch Mittel. Also Keen muss deine Mitte so ein bisschen in den Laden dicht halten. Die anderen beiden sind auch offensiv sehr, sehr viel unterwegs wahrscheinlich. Sorry.
Von dem wir mal gucken, dass das klappt. Dann geht's weiter auf der rechten Seite. Jonathan Walters, Man of the Match, der Mann von Stoke City. 87er Physis. Also ein Zehner aus diesem irischen Squad. Die Iren haben Physis ohne Ende. Das ist unfassbar. 87, richtig, richtig stark. Hoch, hoch die Arbeitsraten. Also auch der wird vogelwild da vorne rumrennen. Auf der linken Seite James McLean von West Brom. Eine erste Green Card, Freunde. 50.000 Coins hat er mich gekostet. Ist aber, glaube ich, auch vor allem, was die linke Seite angeht, der einzige, wenn mich nicht alles täuscht, der eine grüne Karte erhalten hat. Und, wie gesagt, mit 82 Pace auch damit der Beste. Auch er mit Hoch-Hoch-Arbeitsraten da vorne drin. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie er spielen wird. Und dann natürlich noch im Sturm Shane Long in Form, Freunde. Den haben wir auch noch mit reingenommen. Gold in Form. 86 Tempo. 80 Dribbling. 81 Schuss. 86er Füßes. Richtig geile Stats. Auch hoch, hoch Arbeitsrate. Alle drei Stürmer. Also da bin ich sehr gespannt, ob das so funktioniert. In dem Sinn, das ist unser Rainbow Irish Squad, was auch immer. Ich glaube, eine richtig coole Mannschaft, die sicherlich hinten so ein bisschen Probleme hat. Von dem her suchen wir unser Glück in der Offensive. Wir versuchen da, den Gegner möglichst früh unter Druck zu setzen. Vielleicht ein Tor zu machen gleich zum Start. Und dann irgendwie das Ding zu rocken. Heißt, nochmal die Zusammenfassung heute, das Achtelfinale, wenn wir das bestehen, das Viertelfinale und dann im nächsten Part das Halbfinale und hoffentlich das Finale. Das ist so der Traum. Und dann 15.000 Coins und ein richtig geiles Team und richtig viel Spaß. In dem Sinn, wenn es euch gefällt, wie gesagt, Däumchen nach oben und damit suchen wir jetzt unseren ersten Gegner. Und den haben wir damit gefunden. Unser Gegner mit einer 76er Bewertung, 100er Chemie, leider keine Special Cards. Ich habe ja auf ein paar Gegner mit grünen Cards gehofft, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die sehen zwar richtig nice aus, aber im Grunde genommen sind es ja keine Upgrades oder sonst was, sondern das Einzige, was sich ändert, ist die grüne Farbe der Karte sonst von den Stats. Alles gleich, FC Lobster, 1984 versus Badeschlappen. Let's go. Schön nach unten gespielt, Jungs, vielleicht die erste Möglichkeit. Brady, Flanke kommt gut, hinten sind wir dann leider nicht da. 2 Minuten gerade mal gekickt, es war auch noch dazu eine Abseitsposition. Aber guter Start, genauso haben wir uns das vorgestellt. Vorne den Gegner gleich zu Beginn unter Druck setzen, ne? Und am besten schnellstmöglich hier mit 1:0 in Führung gehen. Schön gespielt, Arta. Oh, will den durchstecken, komm nicht an. Towel, und der war noch schlechter. Aber Fehler vom Keeper. Zurückgelegt. Long, long, long. Und dann ist Kevinek da oder so. Holy shit, was ein Start. Was unser Gegner da gerade so treibt, ich weiß es nicht wirklich. Towel versucht es mit dem Schuss. Das sollte eigentlich der Schusstäuschung werden. Naja, naja, naja. Aber okay. Schön gemacht. Brady! Westwood fliegt und Westwood holt ihn raus. Freistoß ausgeführt, schnell gespielt. Und dann Westwood mit der super Parade. So, jetzt probieren wir mal die Ecke so. Okay, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Weil mittlerweile das natürlich auch... Oh Gott, da hätte ich Platz gehabt. Jeder checkt. Walters, Walters! Der probiert so ein bisschen wieder. Ist Westwood da. Also, wir sind die klar bessere Mannschaft. Unser Gegner war, glaube ich, jetzt in der ersten Viertelstunde ein einziges Mal. Jetzt zweimal über der Mittellinie. Mehr kommt da gar nicht. Von dem her, das müssen wir gewinnen, aber um zu gewinnen, brauchen wir ein Tor hier. Ganz klar, aufpassen. Durchgesteckt, das gibt's jetzt nicht, oder? Boah, Henderson, gerade red ich davon. Gegner kommt rein, erste Möglichkeit. Nach knapp 20 Minuten, gute Chance. Aber es bleibt erstmal hier beim 0:0. Gut dabei, Jungs. Shane Long mit der Möglichkeit und der Mann, der kann. Shane Long, zack, die Bohne, der macht den nicht. 26. Minute, also so langsam kriege ich ein bisschen Sorgenfalten. Es muss jetzt mal klingeln, wenn wir da die Bude langsam nicht machen, dann trifft unser Gegner aus dem Nichts. Wir kennen alle FIFA. Von dem her, bitte, bitte, bitte jetzt das 1:0 machen. Guter Ball. Überragend gespielt, kein Abseits. Roy Keane, oh mein Gott, war das schön gespielt. 1:0, 40. Minute, kurz vor Ende der ersten Halbzeit ist es die Legende, der Capitano, der die Kiste macht, aber auch wunderbar gleich direkt rübergelegt und dann keine Chance für den Keeper, Freunde. Das Wichtige und das Verdiente 1:0. Es fällt in der Phase, wo der Gegner so ein bisschen stärker wird, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist das mittlerweile überfällig. Geil gespielt, kein Abseits, McLean. McLean, überragend, Long, Shane, Long, 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 Long und dann ist Walters da. 48. Minute in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs liegen war das zweite hinterher. Ganz, ganz stark gespielt. Ja, Shane Long kann den fast schon mal machen. Da stand zwar viel im Weg und dann Walters, der den ja so lupfchippt, Kopfchippt, was auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte man den noch ein bisschen sicherer machen können. Aber gut, drin ist drin. Alles gut, Freunde. 2:0 nach 45 Minuten. Wir gehen rein in die Pause und ihr seht, 6 Schüsse, 5 aus Tor, 81% Pass, Genauigkeit 48% Ballbesitz. Das geht alles in Ordnung. Das wir hier führen, das geht wunderbar in Ordnung. Und ja, damit müssen wir jetzt rein in den zweiten Durchgang und wollen das überstehen. Ich will hier auf jeden Fall schon mal absolut ins Viertelfinale und dann darüber
ab ins Finale. Möglichkeit jetzt für den Gegner. Kommt er nochmal ran? Er kriegt die Chance. Clark ist dazwischen. Klärt. 66. Minute. Das erste Mal, dass sie sich bei uns in Durchgang 2 bei Westwood, beziehungsweise das ist nicht Westwood, Henderson, glaube ich, heißt unser Keeper, zumindest so ein bisschen Hype anmeldet. Aber wir kriegen wieder die Möglichkeit. Guter Ball jetzt nach vorne. Kommt. Jawohl. Long. Okay, das sollte er nicht hin. Und damit ist es also vorbei. Ihr habt es gemerkt, im zweiten Durchgang relativ wenig Highlights. Wir haben unseren Stiefel runtergespielt. Der Gegner kam auch nicht mehr zu guten Möglichkeiten von ihm. Er geht das völlig in Ordnung. 2:0 gewinnen wir das erste Match im Achtelfinale des St. Patrick's Day Cups. Und in dem Sinn, gar nicht lang quatschen, rein ins nächste Match. Mal gucken, was er für ein Team hat. Wieder leider Gottes keine grüne Karte mit am Start. Unser nächster Gegner auch mit nicht der allerbesten Abwehr. Ich glaube, da könnte was gehen. Dafür mit dem Zweiersturm vorne mit Keane und mit Shane Long. Das ist nicht schlecht. Houlihan dahinter, McGeady außerdem noch auf den Außen, der bei uns ja gar nicht mit dabei ist. Dadurch, dass wir Man of the Match Walters mit am Start haben. Aber ich bin gespannt. Zweites Match, wir wollen gewinnen. Ich will noch einen Part mit diesem Team spielen dürfen. Und dafür brauchen wir heute einen Sieg. Überragend gespielt, Jungs. Möglichkeit ist da. Shane Long, Wahnsinn, durchgesteckt, kein Abseits und dann ist er drin. 1:0, 15. Minute, das hat sich so gar nicht angedeutet. Der Gegner, klar die bessere Mannschaft und wir kommen dann so wirklich das erste Mal vors Tor, spielen das aber auch richtig stark und unser Silber in Form. Zaul macht das 1:0, jetzt heißt es konzentrieren. Kein Abseits, Möglichkeit, Long! Shay, gib ihn im Kasten, holt ihn raus, Jungs. Das ist jetzt genau das Spiel, was wir sehen wollen. Kommen hier immer besser rein in diese Partie, kriegen die nächste Ecke. Roy Keane mit dem Kopfball, aber auch das kein Problem für Shay Given. So muss es laufen. Jetzt sind wir so ein bisschen mehr im Drücker als der Gegner. Aber der ist absolut nicht zu unterschätzen. Guter Laufweg da von Walters. Long kriegt er den nochmal, den kriegt er nochmal durchgesteckt. Möglichkeit und Keane macht den nicht rein. Das könnte ein Knackpunkt sein in diesem Spiel, Freunde. Also nicht ein Knackpunkt, sondern eine ganz wichtige Szene. Wenn Keane den macht, haben wir viel mehr Sicherheit. So bleibt es leider weiterhin nur beim 1:0. Was, wie gesagt, auch in Ordnung geht. Der Gegner macht das gut. Ein 2:0 wäre wahrscheinlich eher unverdient. Aber die Chance war halt da. Und die hätten wir einfach nutzen müssen. Ne? So, wie gesagt, alles weiterhin drin. Gut gespielt. Archer, kein Abseits. Jetzt macht den rein. Er macht ihn wieder nicht. Shane Long, dritte gute Chance. Also jetzt sind wir aber mal endgültig in der Partie angekommen. Gegner lässt das so ein bisschen nach, scheinbar. Aber wie gesagt, mal wieder die Chancenverwertung. Die muss jetzt einfach besser werden. Oh oh. Er gibt den Elfmeter. Nö, Schiri. 48. Minute. Oh Mann, ich wollte den ganz normalen Zweikampf. Gegner auf einmal mit der Chance. Oh, wir waren nicht so gut drin in dieser Partie. Shane Long darf antreten, Jungs. Links oder rechts? Wo schießt er ihn hin? Shane Long, er schießt ihn nach rechts. Ich war im richtigen Eck. Er kriegt ihn unter. Heieiei. Wir machen unser Tor, wo er besser war. Er macht sein Tor, wo wir besser waren. Von dem her geht das wieder in Ordnung. Aber ich glaube, alles in allem waren wir sogar besser drin in der Partie über die gesamte Spielzeit gesehen. So, kurz vor der Pause das bittere Tor. Okay. Nee, war relativ ausgeglichen. Wir mit einer Chance mehr, er dafür mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Ich denke, das geht in Ordnung. Also, ausgeglichene Partie, das wird sehr, sehr spannend. Ab in den zweiten Durchgang. Jetzt hat die Möglichkeit, ist da. Da ist Shane Long und er macht ihn. Perfekter Start in den zweiten Durchgang. Was er kann, können wir auch. Shane Long, schön durchgesteckt, da ist das Tor. Und das sind so die Spielzüge, wo die komplette Abwehr des Gegners auseinandergenommen wird. Im Sinne von, da ist gar keine Struktur, keine Ordnung mehr drin. Haben wir schön ausgenutzt. Long. Erst sein Long mit dem Tor und dann unser Long wieder mit dem Tor. Wunderbar, wir führen 2:1. Es riecht wieder so ein bisschen mehr nach Halbfinale, Freunde. Es riecht ein bisschen mehr nach Halbfinale. Jetzt sage ich es wieder falsch. Unfassbar. Riesenmöglichkeit jetzt, Jungs. Riesenmöglichkeit, McLean. Schlechter Ball auf Shane Long. Der muss halt besser kommen. Clark mit der Chance und Clark macht das dritte. Ist Clark nicht unser Bronze-Innenverteidiger? Richtig, richtig schön, wie er da durchgeht. Erst die Schusstäuschung, dann die zweite Schusstäuschung. Dann geht er durch. Langes Eck given ohne Chance. 3:1. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Das müssen wir über die Zeit bringen. Guter Ball auf Shane Long. Der kriegt die nächste Chance. Und er macht ihn diesmal leider nicht. Long nochmal abgelegt, nochmal rübergespielt. Mach jetzt die Kiste. Er macht ihn. Taul, Silber in Form, zweiter Treffer von ihm. 4:1. Jetzt wird es deutlich, so soll es laufen. Und damit ist jetzt wirklich das Halbfinalticket gebucht. Überragend von Taul. Jawohl, Freunde. Ich will den Sieg hier im ersten Anlauf. Gegner nochmal mit der Möglichkeit. Und den wird er wahrscheinlich auch nochmal machen. So schaut's aus. Shane Long, zweiter Treffer des gegnerischen Longs. 10 Minuten noch. Das sollte jetzt bitte nicht mehr spannend werden hier.
Shane Long. Boah. 5-2, Freunde. Also es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Ein bisschen wenig kommentiert, weil ich den jetzt noch unbedingt machen wollte hier. Aber das war schön. Das war schön. Shane Long mit der Kiste. Also immer, wenn sein Long trifft, dann haut unsere auch wieder einen rein. So kommen wir das hier gerade vor. Aber überragend. So kann es passen. Beziehungsweise so kann es jetzt auch für mich enden. 7 Tore in dieser verrückten Partie. Und damit gehen wir also rein in das Ende dieser Partie. Was auch immer. Wir gewinnen mit 5-2. Ich würde sagen, alles in allem ist das auch verdient. Vielleicht ein Tickchen zu hoch. Taul, eine 9,7 habe ich da gerade aufblinken sehen. Wahnsinn. Vielleicht alles in allem einen Ticken zu hoch. Aber es geht in Ordnung. Es geht, denke ich, in Ordnung. Wir holen uns auf jeden Fall den Sieg. Der ist verdient, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir stehen damit im Halbfinale. Das Spiel, das gibt's dann im kommenden Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen grünen Daumen. Im wahrsten Sinne des Wortes einen grünen, einen irischen Daumen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes. Und in dem Sinn, ja, schaut auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link zu meinem Zweitkanal, wo es ein bisschen Far Cry Primal Action geht. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Klickt einfach mal drauf, schaut vorbei und in dem Sinne habt einen schönen Tag. Ich bin raus. Bis dahin, euer Wadeschlappen. Servus.